Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eduard The Lonely Man. Schön, dass ihr wieder mit am Stissen seid, pünktlich zum Montag, ja. Wir starten in eine sehr kurze Woche, deswegen die drei Tage kriegen wir auch noch um, mein Lieben. Und an alle diejenigen, die sich gedacht haben, ach komm, Mensch, Brückentag und so, ich nehme Urlaub, ne? Schönen Urlaub. So, ich hab ihn nicht. Das mal am Rande. So, aber, ja, es ist viel passiert. Ihr habt's mitbekommen und wir gucken mal, wie das Geschehen hier so weiter vonstatten geht. Und ja, was nun letzten Endes auch bei der Sachlage mit dem Herrn Ellmann oder Ellmann, ne? Ellmann, wo ist mein Bulldog? So nach dem Motto, was da rauskommt. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ansonsten viel Spaß, lasst das Däumchen da und jetzt geht's los. Ja, ja. Hier, nehmen wir noch eine Banane mit. So, Banane am Mittag. Ist wunderbar. So, dann müssen wir mal hier gucken. Ach ja. Ach stimmt, ja, der Bäcker. Ah, verdammt, jetzt habe ich vergessen, ihm zu sagen, dass wir bloß noch zwei Bananen hatten. Ja gut, hoffen wir mal das Beste, der beim Einkaufen Erfolg hat. So, wo ist er? Ah, ja. Ach, gut. Ja, Herr Weckermann war es, ne? Herr Weckermann. Genau. Ja, Herr Weckermann, haben Sie sich den Hof mal wieder angeguckt? Ich würde ja gerne Banane anbieten, aber das Letzte. Den Hof habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Ja, ja, ja. Und was meinen Sie? Wäre da was für Sie? Können Sie da reinschnuppern? Ja. Ja, kommen Sie klar damit, meinen Sie? Ja. Na, das ist doch gut. Passen Sie auf, kommen Sie mal mit, erzählen Sie mal so ein bisschen, was Sie so am liebsten so hier in der Landwirtschaft. Kommen Sie einfach mal mit. Ich habe hier hinten da gleich was für Sie. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, erzählen Sie mal, was interessiert Sie denn so am meisten an der Landwirtschaft, Herr Weckermann? Was ist denn da so Ihr Steppenpferd? So Fellarbeiten. Ja, ja. Rechen. Ja. Was rechen? Was wollen Sie denn rechen? Wie rechen? Rechen. Ja, habe ich schon verstanden, rechen, aber ich habe kein Rechen. Jetzt? Was ist denn los? Rechen. Ach, sieh mal, ach, da, ach so, ja, dann nuscheln Sie doch nicht so, Menschenskinder, ist ja Wahnsinn. Rechen, ja, sagen Sie das doch, schon verstanden. Rechen, ist ja Wahnsinn. Ah, das können Sie oder was? Das haben Sie auch schon mal gemacht, oder wie? Ja, ja. Okay, okay, und okay, passen Sie auf, folgende Frage, Herr Weckermann. Wenn Sie es schon mal gemacht haben, ja, dann können Sie mir sicherlich auch erklären, warum es manchmal solche verrückten Menschen gibt, die mit einem kleinen Tablett, so sieht das immer aus, hinter einem Drescher herrennen und das da drunter schweißen und das dann wieder aufheben. Haben Sie das schon mal gesehen? Nee. Haben Sie noch nicht gesehen? Leider nicht. Ja, aber sind Sie auf. Das ist dann, Sie haben ja jetzt 11:41 Uhr, haben wir es jetzt, passen Sie auf. Da reden wir später nochmal und Sie machen sich darüber Gedanken. Ich komme dann nochmal vorbei und dann hoffe ich mal, dass Sie mir da vielleicht irgendwo was erklären können, weil das vielleicht den weiteren Fortbestand Ihres Anwesenheit auf meinem Hof bestimmen könnte. Ja, so, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Kommen Sie mit. Keine Müdigkeit, Vorsitzender. Wir haben einiges zu tun. Es ist nämlich noch früh am Morgen. Später morgen, weil wir haben es ja schon Mittag. So, hier auf der rechten Seite, ja, da haben wir hier Erdäpfel. Wissen Sie, was Erdäpfel sind? Kartoffeln. Ja, wunderbar, das haut schon mal hin. So, genau, ja, da haben wir hier hinten noch ein paar Unterstellmöglichkeiten. Ne? Hier haben wir noch Stallungsanlage, die wir dann auch irgendwann mal in Betrieb nehmen. Eventuell müssen wir aber gucken. So, und gucken Sie mal hier hinten, ne? Das ist mein Schmuckstück. Was ist da? Sehen Sie das hier auf dem Acker? Sehen Sie das? Ja. Ja, passen Sie mal auf, kommen Sie mal mit. Haben Sie schon mal was von Dievenlockern gehört? Ja. Ja, das ist doch perfekt. Ja, gucken Sie mal, haben wir nämlich schon ein bisschen was gemacht, ja. Dann nehmen Sie sich nämlich jetzt mal den Fernseher. Ja. Und ich muss bloß gucken, habe ich den Schlüssel einstecken? Ja, den habe ich hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, genau. Ja, dann kommen Sie mal her, dann steigen, dann krabbeln Sie mal rein. Ich denke mal, ich muss Ihnen das nicht erklären. Sie wissen, wie ein Traktor funktioniert. Ja. Ja. Und denken Sie dran, tief rein, aber nicht zu tief. Ja, und wenn es weh tut, dann ist schlecht. Ne? Nee, Spaß beiseite. Also passen Sie bitte auf, dass Sie hier wunderbar den Boden auflockern. Ja, und machen Sie bitte nichts kaputt, Herr Weckermann. Geht klar. Gut, wunderbar. Ne, dann steigen Sie mal ein, ich gucke mir das Ganze mal an, wie Sie jetzt hier starten. Genau, richten sich den Sitz ruhig ein bisschen ein, ne? Genau, wunderbar. Ja, ich sehe, Herr Weckermann, Sie waren das nicht zum ersten Mal. Ja. Genau, dann hinten mal absenken und dann mal los, ne? Ah ja, das ist ja gut. Gut, gut, ja.
Ah ja, wunderbar. Ja, ich denke, das hat. Ja, das hat vielleicht Zukunft. Naja, bin mal gespannt. Was macht denn jetzt? Warum lässt denn der? Jetzt hat er aber stillessen. Herr Weckermann! Herr Weckermann! Ja. Kommen Sie mal mit. Ja, ich hab's gerade gesehen. Also, also ich lege sehr viel Wert auf Genauigkeit, ja? Ich hab da so einen innerlichen Monk. Der spielt bei sowas ganz Tolle verrückt. Bitte auf Genauigkeit achten, Herr Weckermann. Okay. Ja, gut, dann weitermachen. Ich glaube, ich muss mir das doch nochmal überlegen. Ich meine, warum habe ich denn immer nur Kadetten und Drehbühne? Das ist immer so eine Sache. So, gut, dann werden wir mal sehen. Er ist jetzt hier am Tudeln und Machen, das ist ganz gut. Da kann ich vorne erstmal noch das Zeug aus dem Lager verkaufen fahren. Das ist eigentlich auch ganz wichtig. Und dann weiß ich gar nicht, der LU-Fachmensch da, der wollte doch auch noch irgendwie vorbeikommen. Ich habe jetzt auch gar keine Zeit mehr am Kopf. Naja, komm, gucken wir mal. Mann. Immer noch so aufgeregt wegen dem L-Mann. Also, dass dem sowas einfällt, vor allem warum der sowas macht, das verstehe ich immer noch nicht. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ja. Gut, warte mal, hier müssen wir erstmal was aufräumen. So nicht stehen bleiben hier. Hat er den Schlüssel dran gelassen? Ja, oh, Gott sei Dank, wunderbar. Mensch, du, den hat er drin gelassen. Ah, kann man ein gutes Stück mal starten hier. Tja, wenn ich hier mitten auf dem Hof stehen, können wir ja, wo stellen wir das Bumsding hin? Ja, ah ja, ich habe eine Idee. So, warte. Ja. Siehst du auch nicht hier bei der Bude? Dann, warte, das, nee, das wird so nix. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ist kein Problem. Das muss ich dem Bäcker mal noch sagen, du, dass man dem Ding ja so gar nicht sieht hier. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Geht ja auf keine Kuh aus, Mensch. Aber wir müssen das neu stellen. Was ist denn, wenn das nass wird? Das ist ja. Das geht ja da gar nicht. Ja, warte. Gib mal hin hier. Ja. Ja, das sieht doch. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Ja, rückwärts fahren, das kann er. Ja. Das ist doch schön, ja. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen Ordnung. Ne? Ordnung und Sauberkeit geht jeden ein. So, genauso wie Arbeitsschutz. Okay, wunderbar. Weißt du das? Nicht gerade, aber selten. So, die Bude steht ja auch noch hier. Ach, Mann, ne Mäler, ich werde. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist, wie heißt denn? Halt, Moment. Hallo, hier. Oh, Gott sei Dank hat er gesehen. Ach. Hallo, Herr Oberwillig. Ach, Herr Fischer, Sie sind meine Fresse. Sie haben mir jetzt einen Schrecken eingejagt. Warum? Ja, dieses monströse Gerät hier, und ich habe nicht gleich erkannt, dass Sie es sind. Ach so, ja. Ist ja, ich dachte, ich komme mit etwas Größerem an, dann sind wir schneller fertig. Ja. Etwas Größeres, gut. Das Ding, das ist ja riesig. Ach, so ein bisschen, ne? Ja, wie viel geht denn in die Schaufel rein, Herr Fischer, wenn man mal fragen darf? Herr Oberbillig, da passen genau 10.000 Liter rein. Oh. Ja, das ist, meine Fresse, das ist ja schon gewaltig. Das ist eine Menge, ne? Ja, das ist schon. Und was sagen Sie denn zu, das ist wirklich eine Menge, was sagen Sie denn zu zur Beschaffenheit der Silage? Ist die gut oder müssen wir da irgendwo was verbessern? Wenn Sie wollen, können wir uns das ja mal zusammen mal angucken. Ja, also wenn Sie, ja. Sie sind ja wohl wahrscheinlich so ein bisschen Fachmann. Ja, erzählen Sie mir mal ein bisschen was drüber. Ja. Die Silage ist sehr gut von der Konsistenz her. Ja. Lässt sich super verarbeiten, lässt sich auch wirklich super mit der Schaufel aufnehmen, schmiert nicht. Also von der Bearbeitung her, von der Gärung ist optimal. Aha. Kann ich nichts weitermachen. Ist alles so gut, wie es ist. So gut wie es ist. Okay, also, ja. Also können wir da beim nächsten Mal ja, also wenn wir da quasi das nächste reinsilieren ins nächste Silo, da können wir quasi so weitermachen. Ja, richtig, genau. Ja, na, das ist doch gut. Ja. Herr Fischer, meine Frage, wie ist denn das? Weil ich will aber so ein bisschen mit der Zeit gehen, weil das ist ja auch immer recht gut. Wenn man solche Silageballen macht, ja, so sich dann einwickelt hier mit Frischhaltefolie und so.
Ja. Was muss ich denn da beachten, wenn ich die dann hier in den Bunker da hinten quasi reinschmeiße? Wie ist denn das? Nichts weiter beachten. Die Silageballen werden ja quasi mit Siliermittel dann angereichert. Ja, ja. Ne, bevor sie die wickeln. Ja. Und wenn die gegärt sind, dann innerhalb der Folie, können sie die Samtfolie dann auch in ihre Biogasanlage da reinwerfen. Das wird alles komplett verarbeitet und aufgelöst. Ach, mit Folie, aber... Mit Folie, natürlich. Das können Sie mit Folie machen. Okay, ich dachte, die Folie muss vorher weg. Nein. Nicht? Okay. Nein. Ja gut. Sie sind ja Fachmann, ne? Also wenn das so ist, dann können wir... Ja gut, ne? dann weiß ich Bescheid. Das ist ja... Kennen Sie, Herr Fischer, Frage. Kennen Sie sich aus mit solchen Wickelmaschinen? Haben Sie es schon mal gemacht? Ja, gewickelt habe ich schon, natürlich. Aha. Kommen Sie irgendwie an Vorführer ran oder so? Weil ich würde das halt schon gern mit dem Händler dann besprechen und ich bräuchte dann schon, ja, ich halt schöne Fachkräfte, ne, die mir das halt schon immer zeigen und erklärt und so. Ja, na, das ist doch kein Problem. Gerade mal überlegen, ich bin der Meinung, dass wir... da auf dem Hof. Nein, aber ich denke mal, da kann ich mal... Mit dem, ich vergesse seinen Namen immer. Vom Weber. Weber, genau. Das, ja, genau. Danke, Herr Oberwillig. Mit dem Herrn Weber mal sprechen, dass wir vom LU einen Vorführer mit Wickelfunktion bekommen und dann kommen wir damit gerne zu Ihnen. Ach, das ist doch super. Wie ist denn das, Herr Fischer? Weil ich würde gerne, also ich würde anstreben, also nicht ich würde, weil ich will es ja machen, also ich strebe an, Mais-Silage, Wickelballen zu machen. Ich glaube, es war jetzt richtig grammatikalisch. Aber Sie wissen ja, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen. Ja. Genau. Die kann ich aber, wie mache ich. Sie nehmen es mir nicht für übel, ja, aber ich kenne mich mit den neumodischen Gelümpen nicht aus. Aber die meisten haben ja früher hier so reingehauen in Silo, aber irgendwie, die kann man ja, das geht ja jetzt so, dass man es neuerdings wickeln kann. Wie geht denn das? Ja, also Sie warten, bis der Mais quasi in der letzten Wachstumsstufe ist, bevor er erntereif ist. Ja. Und dann wird er gehäckselt. Aha. Der Häckselte können Sie quasi dann auch mit der Ballenpresse einsammeln und dann wird das quasi gewickelt. Die Folie, muss ich dazu sagen, ist ja biologisch abbaubar. Deswegen haben Sie die Möglichkeiten, die Silageballen auch mit Folie in Ihre Biogasanlage reinzuwerfen. Die wird also quasi mit biologisch abgebaut. Ja. Ja. Und Sie brauchen dann halt die Fahrsilos hier nicht mehr, ne? Weil Sie ja dann Ballentechnik haben. Ja. Aha. Also das muss ich sehen, wirklich vor Ort, wie das funktioniert. Also da hoffe ich sehr auf Ihren fachmännischen Rat, Herr Fischer. Ja, das kriegen wir auf alle Fälle hin, Herr Oberwillig. Ja, das ist doch super. Gut, Herr Fischer, aber das klappt schon mit dem Befüllen der BGA hier, dass das funktioniert. Ja, natürlich. Das funktioniert alles klar. Ja, auch das ist ja super. Dann, Herr Fischer, ich habe nämlich ein bisschen Druck, ich muss noch was verkaufen fahren, bevor Nachmittag ist, ne, wegen Vesper und so. Dann haben Sie schon mal vielen Dank. Ne? Also das ist wirklich wunderbar, dass Sie das so zeitnah machen und so. Ja, gerne, Herr Oberwillig, machen wir doch. Ne? Und wenn ich fertig bin, melde ich mich nochmal bei Ihnen, dass Sie auch wissen, dass dann die Arbeit abgeschlossen ist. Ja, wunderbar, dann passt das. Herr Fischer, dann danke ich Ihnen. Ne? Machen Sie erstmal gut, bis später. Jo, bis dann, tschüss. Ja, ne, das ist doch wunderbar. Also. Wenn der so viel Ahnung hat, aber das mit dem Mais, das kann ich immer noch nicht erklären. Ja, warte mal, der Anhänger, die hatte ich ja schon. Ja, hatte ich schon beladen. Ach, meine Fresse, ich hab's im Ischas. So. Ja, wunderbar. So, dann gehen wir das ganze Zeug mal hier. Aber nochmal gucken hier, warte mal, die Unterlagen. So, wo kriege ich denn den ganzen. Wo passt denn am besten mit dem Weizen? Wo war jetzt nochmal der Landhandel? Ach ja, ich weiß wo. Am Arsch des Dorfes. So, gut, dann bringen wir das mal weg. Und dann gehen wir mal ein bisschen verkaufen. Ja, nebenbei müssen wir uns mal Gedanken machen. Ja, also, gut, ne, das passt ja. Der Fischer, der ist hier tätig, das passt wunderbar, das lübt. So, der Weckermann, der ist hinten da zugegen. Müssen wir bloß mal sehen. Mal vielleicht mal drüber nachdenken, eigene Seemaschine oder so zu holen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir da auch manchmal so ein bisschen unabhängiger. Ne?
Weil, ich meine, klar, das LU macht schon gutes Zeug, aber das LU, ja, das kostet ja nur Geld, ne? So. Ich habe ja nur nicht unbedingt sehr viel. Was ist denn jetzt? Ich kriege ja Dele wie. Ja! Ich habe Oberbillig! Ja, grüß Sie, Wolf hier. Herr Oberbillig, wegen Ihrem Auto rufe ich an. War da eine Neulackierung mit dabei oder haben wir nur gesagt, schöne Putzen? Na, Sie haben gesagt, Sie machen da was hübsch und lassen sich da was einfallen und ich werde das Ding nicht wiedererkennen. Ah, schön. Irgendeine Wunschfarbe vielleicht? Nee, also ich mag schwarz. Nee, Sie mögen schwarz, okay. Gut. Ja. Und ich hasse pink. Öl habe ich gewechselt, Luftfilter, alles getauscht. Also, ja, ja. Gut, dann werde ich mich noch um die Lackierung kümmern und ja, in ein paar Tagen sollten Sie das dann wieder haben, wenn es dran ist. Ah ja, na das ist doch schön. Achso, ja, wir hatten drüber gesprochen, ob Sie vielleicht so mit einem Werbeslogan mein Gesicht da drauf machen können. Ah ja, da müssen wir noch mit dem Folierer reden. Aha, okay. Genau. Aber generell ist sowas möglich, aber Wolf. Ja, das ist ja nur ein Aufkleber vorne drauf. Also, okay. Das wird ja mit Folie gemacht. Das ist ja nichts lackiert. Den Basislack kriegen sie ja so. Also. Aha, aber jetzt helfen Sie mir kurz auf die Sprünge. Wie ist denn das mit der Folie? Das flattert doch dann jedes Mal beim Fahren. Nein, das wird schön geklebt. Es gibt verschiedene Folien. Also man kann das Auto komplett folieren und muss man sich lackieren, das ist günstiger. Es gibt sogar eine transparente Folie, die nur für Steinschlag, also als Schutz vor Steinschlag genutzt wird. Ja. Dann bleibt halt der Lack wie neu quasi und alle 5 bis 7 Jahre können sie sich die Farbe halt ändern. Aha. Na, aber wie ist denn das da jedes Mal den Tesafilm da wieder abknubbeln? Das ist doch auch nicht gut für den Lack. Doch, da passiert den Lack nichts. Gar nichts passiert den Lack. Ja, aber wenn ich da jedes Mal solche Tesafilm-Stripes drauf mache, das sieht doch nicht gut aus, gerade bei Durstig. Das meine, ist doch großflächig, oberflächig. Das ist doch jetzt nicht hier, da werden nicht so Tesastreifen drauf geklebt. Nicht? Nee, außer Sie wollen das denn. Was? Na, nee. Sieht halt dann komisch aus. Ja, deswegen, da möchte ich doch nicht. Nee. Naja, gut, ich bin gespannt, aber was sich da einfallen lassen. Gut. Passt. Dann auf Wiedersehen. Ja, wiederhören. Danke, wieder. Bin ich ja mal. Jetzt bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Mal aber gucken hier. So, jetzt kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld in die Kasse. So, vielleicht so. Ganz dezent, das wäre eigentlich ganz gut. So armer Schlucker bin mittlerweile. Und ich hoffe nur, dass der Bäcker erfolgreich ist beim Einkauf. Ja, das ist ja die Bananen. Achso, die Bananen. Hat er sein Telefon mit? Nee, ich glaube nicht der Akku. Ach ja, der hat ja noch die Zombie, ein altes Ding hier. Wie hieß das? Was war das? Wann das weglatscht irgendwie? So hieß das. So. Ja gut, sei es drum. Werden wir halt erstmal wieder an den Hof fahren. Wir werden mal ein bisschen gucken, dass wir noch ein bisschen was verkaufen können von dem Zeug hier. Über Hafer haben wir auch noch, Sojabohnen haben wir auch noch im Lager. Das passt ja relativ gut. Ja, gut. Dann werden wir das mal machen. So, aber, ne, ihr da, hier, die mir gerade so komisch angucken und vor Lachen nicht mehr ans Bett kommen, ja. Der Rest ist Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare, ne. Und zum Mittwoch ist der Eduard wieder da, ne. Versteht der Däumchen da, Eduard da, ne. Bis dahin, tschüss, ciao.